Die Stasi-Akten beweisen es. Die Juden in der DDR werden Anfang der 50er Jahre auf Schritt und Tritt bespitzelt. Wieder drohen ihnen Verhöre und Verhaftungen, nur 8 Jahre nach dem Holocaust. Mein Vater hat gesagt, nur raus, nur weg, das mache ich nicht noch mal mit. Tausende Juden flüchten in den Westen. Die bleiben, schweigen oder passen sich an. Willkommen, liebe Zuschauer. Die DDR verstand sich selber als das Bessere der beiden Deutschlands. Mit der Schuld für all die Untaten der Nazizeit wollte man am liebsten nichts zu tun haben. Während Adenauers Bundesrepublik Milliarden D-Mark als Versuch der Wiedergutmachung für Israel bereitstellt, zahlte Ostberlin nicht einen Pfennig. Doch die Juden, die noch in der DDR verblieben waren, stießen weniger auf einen toleranten Neubeginn und mehr, weit mehr, auf Misstrauen der Stasi. Ein Kapitel der Geschichte, das zur DDR gehört. Aufgedeckt hat's mein Kollege Dietmar Schulz. Dresden, Sachsens Metropole an der Elbe. Hofkirche, Residenzschloss, Frauenkirche. Die Altstadt, ein Juwel barocker Baukunst. Februar 1945. Die meisten Dresdner Juden sind vertrieben oder in die Todeslager der Nazis. Dann sollen die verbliebenen 175 jüdischen Bürger der Stadt ins KZ Theresienstadt deportiert werden. Auch die Familie von Henny Brenner, damals noch Henny Wolf. Den Befehl, sich am 16. Februar bei der Gestapo-Dienststelle einzufinden, haben sie bereits erhalten. Sie haben damit zu rechnen, dass Sie außerhalb Dresdens zum Arbeitseinsatz kommen. Am Abend des 13. Februar 1945. Britische Bomber werfen ihre todbringende Last über Dresden ab. Die Innenstadt, ein riesiges Flammenmeer. Mehr als 20.000 Tote. Der Angriff kam in der Nacht. Wir dachten, es ist ein blinder Alarm, wie es schon oft war. Und der Vater war hellwach. Er war angezogen und alles. Und dann klingelte der Luftschutzwart. Juden war es ja verboten, in den Keller zu gehen. Die sollten oben verbrennen, bei lebendigem Leib. Und er hat zu uns gesagt, bitte Familie Wolf, kommen Sie in den Keller. Dann sind wir in den Luftschutzkeller und das hat nicht lange gedauert, bekam das Haus eine Brandbombe. Und dann sind wir aus dem brennenden Haus raus, sind durch das Dresden gelaufen. Und wir hatten nur einen Gedanken, wir brauchen nicht zu diesem Treffen gehen, wir werden nicht deportiert. Die Bahngleise sind zerstört, die Transporte ins KZ gestoppt. 3 Monate später ist der Krieg zu Ende. Alliierte Truppen haben die Überlebenden in den Konzentrationslagern in Deutschland befreit. Unter ihnen 50.000 jüdische Häftlinge, viele in letzter Minute dem Tode entronnen. Schon bald trägt sich vielerorts in Ostdeutschland wieder religiöses Leben. Auch in den jüdischen Gemeinden. Die Synagoge an der Rüke-Straße in Ostberlin ist das einzige jüdische Gotteshaus der Stadt, das die Pogromnacht und die Kriegswirren überstanden hat. Im Juni 1945 wird hier wieder Gottesdienst gefeiert. Unter den Gemeindemitgliedern sind viele, die sich vor dem Naziterror ins Ausland retten konnten. Im August 1947 treffen 270 Personen aus China kommend in Berlin ein. Deutsche Bürger, die wegen ihrer jüdischen Religion verfolgt waren und sich nach China retteten, kehrten jetzt in die Heimat zurück. Nach 9-jährigem Aufenthalt verließen sie Shanghai, um in Berlin ein neues Leben zu beginnen. Nur ein Teil von ihnen findet Familienangehörige oder Freunde vor. Ich bin im Jahre 1940 nach Shanghai gegangen und jetzt hierher nach Deutschland zurückgekehrt. Da ich 84 Jahre alt bin, um mein Lebensabend hier zu beschließen bei meinen Kindern.
Viele Rückkehrer gehen aus politischer Überzeugung in die sowjetische Besatzungszone. Sie glauben an eine freie und tolerante Zukunft im Sozialismus. Auch etliche prominente Autoren und Künstler denken so. Die Schriftstellerin Anna Segers kehrt aus ihrem Exil in Mexiko zurück. Der Schriftsteller Arnold Zweig aus Palästina. Aus Amerika kommt der Philosoph Ernst Bloch. Viele Intellektuelle werden später dem real existierenden Sozialismus den Rücken kehren. Man hat wirklich gewisse Prominente ihnen gesagt, kommt hierher, kommt in, wann immer es spielte, in den sowjetischen Sektor, kommt in die DDR. Manche mögen an das bessere Deutschland geglaubt haben und manche haben dann irgendwann auch gemerkt, dass das eine Illusion ist. Oktober 1949, Jubel auf den Straßen Ostberlins. Die DDR ist gegründet. 5 Monate nach der Bundesrepublik. Etliche der DDR-Spitzenfunktionäre sind Juden. So Albert Norden und Hermann Axen. Doch den Bezug zu ihren jüdischen Wurzeln haben sie längst verloren. Ihr Glaube heißt Kommunismus. Hermann Axen war für 5 Jahre lang in Auschwitz und Buchenwald. Albert Norden, der aus einer Rabbinerfamilie stammt, kommt aus dem Exil in Amerika. Albert Norden etwa, der Propagandachef der SED, hat nie über seine jüdische Identität gesprochen, sondern eben versucht, hier etwa eventuelles Misstrauen durch besondere Eilfertigkeit und auch besondere Radikalität auszugleichen. Wenige Tage nach ihrer Gründung gibt sich die DDR eine eigene Hymne. Der Text stammt von Johannes R. Becher. Die Melodie hat Hans Eisler geschrieben, ein jüdischer Komponist. Später wird die Hymne nicht mehr gesungen, denn Einig Vaterland will die SED nicht hören. Zunächst leben die Juden in der DDR unbehelligt von Repressalien. In Dresden darf sogar Israels Fahne vor der Synagoge wehen. In Leipzig wird auf dem jüdischen Friedhof ein Gedenkstein für die Opfer des Holocaust gesetzt. Erfurt bekommt eine neue Synagoge, vom Staat finanziert. Die SED hat die Gründung Israels zunächst ausdrücklich begrüßt. Ende 1952 kommt es zum radikalen Kurswechsel. Die DDR folgt nun Stalins antisemitischer Hetzkampagne. Im Visier der Stasi sind vor allem Juden, die Hilfspakete der amerikanischen Organisation Joint angenommen haben. Die Helfer werden der Spionage bezichtigt. Längst hat die Stasi Listen der Juden, die als verdächtig gelten, weil sie beispielsweise im kapitalistischen Ausland im Exil waren. Das sogenannte Westexil wurde von vornherein mit Misstrauen beobachtet. Wer in Moskau im Exil war, durfte eher Jude sein als derjenige, der in Mexiko im Exil gewesen war oder in den USA. Stalins antisemitischer Kurs verbreitet sich im gesamten Ostblock. In Moskau werden 11 jüdische Ärzte angeklagt, weil sie angeblich Spitzenfunktionäre umbringen wollten. In Prag beginnt ein Schauprozess gegen den früheren Spitzenfunktionär Rudolf Slansky und 10 Mitangeklagte. Alle sind Juden. Schwer gefoltert wird Slansky gezwungen, sich selbst des Hochverrats zu beschuldigen. Ich habe die Interessen der angloamerikanischen Imperialisten vertreten und das tschechoslowakische Volk verraten. Die Angeklagten werden zum Tode verurteilt und hingerichtet.
In der DDR wird Paul Merker, früher Politbüromitglied, angeklagt. Er ist kein Jude, doch er hat sich für Zahlungen an Holocaust-Überlebende eingesetzt und 1948 im SED-Parteiblatt dem jungen Staat Israel Hilfe zugesagt. Nun wird Merker beschuldigt, er habe für imperialistische Geheimdienste gearbeitet. Merker sitzt in Untersuchungshaft im berüchtigten Stasi-Gefängnis in Berlin-Hohenschönhausen. Er wird schwer misshandelt. Paul Merker hat ja hier in diesem Gefängnis gesessen, im Keller, in diesen schrecklichen Grabkammer-ähnlichen Zellen. Er hat sehr, sehr lange dort gesessen, weil man ihn eigentlich präparieren wollte für einen Schauprozess. Und er hat dann, wie alle anderen auch, letztlich kapitulieren müssen vor dieser Gewalt, die hier an ihm ausgeübt worden ist. Nach Stalins Tod ebbt die antisemitische Welle ab. Trotzdem wird Merker im März 1955 zu 8 Jahren Zuchthaus verurteilt. Ein Jahr danach wird er begnadigt und später freigesprochen. Von demselben Richter, der ihn zuvor ins Zuchthaus geschickt hat. Mit seiner Hilfszusage an Israel hat Merker damals durchaus auf Parteilinie gelegen. Doch inzwischen unterstützt die SED die arabischen Staaten und nennt Israel einen imperialistischen Aggressor. Die Prozesse in Moskau und Prag lösen Anfang 1953 unter den Juden in der DDR Panik aus. Es sollen Volkspolizisten, also Popo nehme ich an, in Wohnung gegangen sein. Gebetbücher gefunden haben, nicht gewusst, was sie mit diesen hebräischen Sachen, und das ist eine Verschwörung hier und so weiter. Also es ging wieder irgend so etwas los. Droht den Juden erneut Verfolgung? Henny Brenner und ihre Eltern denken an Flucht nach West-Berlin. Mein Vater hat gesagt, nur raus, nur weg, das mache ich nicht noch mal mit. Habe ich keine Nerven mehr dazu. Und man hat sich schon wieder ungut gefühlt und hatte Angst. Und dann sind wir, wie man so schön damals gesagt hat, abgehauen. Bei Nacht und Nebel. Weg. Die Brenners fahren mit dem Zug von Dresden nach Ost-Berlin. Es geht ihnen wie all den anderen DDR-Flüchtlingen. Sie müssen alles zurücklassen, um unentdeckt von der Stasi in den Westen zu gelangen. Also wir sind angekommen und sind mit Gepäck ausgestiegen und wurden sofort beschattet am Zug. Es lief uns ein Mann auf Schritt und Tritt hinterher. Oh, typisch, der Schlapphut und der lange Mantel. Wir wussten, was los ist. Und da hat der Vater gesagt, so, und jetzt werden wir sofort Taxi nehmen und den abhängen da hinten. Und der Taxifahrer sagte sofort zu uns, ich kann Sie aber nicht in den Westen fahren, haben wir gesagt, das wollen wir ja auch gar nicht. Fahren Sie uns in die Oranienburger Straße, jüdische Gemeinde. Und dort haben wir alles stehen gelassen und sind mit der Handtasche, also mit nichts, mit der Stadtbahn damals nach West-Berlin rübergefahren. Noch fährt die S-Bahn ohne Kontrollen von Ost-Berlin in die Westsektoren. Aber es war also ein doch sehr großer Teil, vor allem in Führungsfunktionen in den Gemeinden, aber auch ganz einfache Gemeindemitglieder. Also eines der mir am besten vertrautesten Beispiele ist, dass das also der Gemeindegärtner, der Friedhofsgärtner, der auch noch so eine kleine Gärtnerei privat betrieb, der ist eben auch mit seiner Familie weggegangen. Das Misstrauen der SED richtet sich auch gegen die Vorsitzenden der 8 jüdischen Gemeinden. Einige haben Kontakt zu jüdischen Organisationen und zu Freunden in Amerika und Israel. Julius Meyer, Vorsitzender der Ostberliner Gemeinde, befürchtet Verhaftungen. Heimlich fährt er mit dem Auto nach Dresden, um seine Kollegen zu warnen. Er trifft Leon Löwenkopf, Vorsitzender der Dresdner Gemeinde.
sowie Günter Singer und Helmut Salo-Loser von den Gemeinden in Erfurt und Leipzig. Die SED-Presse beschimpft Helmut Loser später als zionistischen Agenten. Noch in der Nacht fahren sie gemeinsam nach Berlin und flüchten über die offene Sektorengrenze in den Westteil der Stadt. In den nächsten Wochen verlassen hunderte weiterer Juden den SED-Staat. Ein Aderlass, der die Gemeinden in der DDR 4 Jahrzehnte lang lähmen wird. Zunächst war es natürlich eine Ungeheuerlichkeit, dass Menschen, die eben aus den Konzentrationslagern gekommen waren, die Shoah überlebt hatten, die sich hatten retten können, aus auf welchen Wege auch immer, dass die wiederum zu Verfolgten geworden sind. Das ist etwas, wofür ich mich noch heute schäme, als jemand, der in diesem Land gelebt hat. Schauplatz New York, Waldorf Astoria Hotel. Im März 1960 treffen sich dort der Bonner Bundeskanzler Konrad Adenauer und Israels Ministerpräsident David Ben-Gurion. Adenauer verspricht Israel und den Überlebenden des Holocaust finanzielle Wiedergutmachung. Die DDR-Führung lehnt solche Zahlungen an Israel kategorisch ab. Sie weigert sich, Mitverantwortung für die Verfolgungen in der Nazizeit zu übernehmen. Die scheinheilige Begründung, sie sei kein Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches. Hier die Helden des antifaschistischen Widerstandes, dort die Wiederbeleber des Faschismus. Das war kalter Kriegs, das war schlimme kalte Kriegspolitik. Das waren Positionen, die ein für alle Mal eingenommen und dann verteidigt wurden. Immer wieder mahnt Israels Premier Ben-Gurion die DDR-Führung, Wiedergutmachung zu leisten. Vergeblich. Moskau unterstützt die DDR bei ihrer Ablehnung. Verärgert schreibt Ben-Gurion an seine Außenministerin Golda Meir: Ostdeutschland fühlt sich keinesfalls verpflichtet, wie es Westdeutschland tut, die Opfer der Nazis auch nur mit einem Groschen zu entschädigen. Im April 1961 beginnt in Jerusalem der Prozess gegen Adolf Eichmann. Die SED-Propaganda beschuldigt die Bonner Regierung, Eichmann zu schützen. Die Stasi startet die Aktion Vergissmeinnicht. Sie will die Bundesrepublik als Hort von Nazi-Verbrechern darstellen. In fingierten Briefen wird Juden in Westdeutschland mit Anschlägen und Mord gedroht. Absender der Briefe sind angeblich Altnazis, die von der Regierung in Bonn unterstützt werden. Die Wahrheit sieht anders aus. Heute weiß man aus Unterlagen des Stadtsicherheitsdienstes, dass diese Aktionen in Ostberlin geplant wurden, dass diese Briefe hier vorformuliert wurden mit einem an Zynismus kaum mehr zu überbietenden Text. Im Februar 1965 reist SED-Chef Walter Ulbricht nach Ägypten. Mit Übereifer folgt er dem Moskauer Kurs, der da heißt Kampf gegen Israel, Militärhilfe für die arabischen Staaten. In einem Brief an Brezhnev empfiehlt er dem lieben Genossen Leonid, Freiwillige nach Nahost zu entsenden. Sie sollen die Araber im Krieg gegen die Zionisten in Israel unterstützen. Daheim schürt die SED mit immer neuen Kampagnen die Hetze gegen den Staat der Juden. Dem Antizionismus haben diese Kampagnen selbstverständlich Vorschub geleistet. Und bei älteren DDR-Bürgern ist diese Überzeugung heute ja noch fest in den Hirnen und Köpfen, dass Israel ein Schurkenstaat ist. Das ist aber nicht mit den üblichen Methoden des Antisemitismus betrieben worden. Das hieß natürlich in der DDR-Propaganda nicht, weil das Juden sind. Und Juden sind schlecht, deshalb ist Israel ein schlechter Staat, sondern da wurde es politisch motiviert und nicht mit den alten, den traditionellen antijüdischen Stereotypien. Das Haupttor des ehemaligen Konzentrationslagers Buchenwald auf dem Ettersberg bei Weimar. Im Jahre 1958 wird das frühere KZ zur nationalen Mahn- und Gedenkstätte der DDR.
Das Gedenken gilt vor allem Ernst Thälmann und anderen ermordeten Kommunisten, weniger den umgebrachten Juden. Hier wurden 56.000 Häftlinge ermordet, unter ihnen mehr als 11.000 Juden. Bei der ersten Gedenkfeier im Beisein hoher SED-Funktionäre darf die Fahne Israels mit dem Davidstern nicht mehr gezeigt werden. Künftig gehören Fahrten von Schulklassen nach Buchenwald und anderen früheren Todeslagern zum Pflichtprogramm an den DDR-Schulen. Im Unterricht erfahren die Schüler viel über die antifaschistischen Kämpfer, also über die inhaftierten Kommunisten, aber sehr wenig über die Hintergründe des Holocaust an den Juden. Wenn man mit Leuten gesprochen hat, wussten die, es sind so und so viele Millionen umgekommen. Sie wussten auch, dass das ein Teil des Nationalsozialismus war, aber sie wussten nicht, wieso. Bereits in den unteren Klassen werden DDR-Presseartikel über den Eichmann-Prozess besprochen. Wie ausführlich über den Holocaust informiert wird, hängt allein von der Zivilcourage der Lehrkräfte ab. Ich erinnere mich, dass die Lehrerin immerhin in der Grundschule diese Artikel vom Neuen Deutschland zur Grundlage nahm, darüber mit den Kindern, waren ja nur wirklich Kinder, 7., 8. Klasse, zu sprechen. Muss man aber wiederum sehen, wer war diese Lehrerin? Die war ein aktives Mitglied ihrer Kirchgemeinde und hat das eben getan. Auch das war die DDR. Und ich denke, es gab einfach sehr, sehr viel Spielräume. Ja, die man ausnutzen konnte oder meinte, sie nicht ausnutzen zu können. Die Texte in den Schulbüchern der 50er Jahre behandeln den Holocaust knapp und gespickt mit Propaganda. Später ausführlicher und faktenreicher. Doch der Stundenplan ist eng. Groß waren die Spielräume nicht. Die Lehrpläne waren sehr gefüllt. Die Zeitvorgaben waren auszufüllen. Eher gab es Spielräume in den außerschulischen und außerunterrichtlichen Aktivitäten wie Buchclub und Lesegesellschaft in der Schule. Wer bei der Buchmesse in Leipzig Literatur zum Thema Holocaust sucht, stößt auf Autoren, die auch in Westdeutschland bekannt sind. Anna Segers, Jurek Becker, Stefan Hermlin, Stefan Heim und einige andere. Ihre Werke über jüdische Schicksale während der Nazi-Diktatur erscheinen in der DDR in kleinen Auflagen und sind schwer zu bekommen. Dies gilt auch für Bücher über das Judentum und das Wirken jüdischer Künstler und Gelehrter in Deutschland. Die DDR hat dadurch, dass sie Juden nur als Opfer noch dargestellt hat, als eine kleine religiöse Minderheit, als Exoten, völlig in Vergessenheit geraten lassen, was Juden in der deutschen Geschichte geleistet haben. Menschen, die in der DDR groß geworden sind, haben nichts über jüdische Religion, über jüdische Tradition und Kultur erfahren. Das DDR-Fernsehen sendet im Mai 1972 einen vierteiligen Film über den Holocaust. Es geht um einen fiktiven Prozess gegen den NS-Juristen Hans Globke im Bonner Kanzleramt. Ein Propagandastreifen, der aber erstmals ausführlich auf das Leiden der Juden in den Konzentrationslagern eingeht. Was bist du? Ich bin Jude. Was bist du? Was? Jude. Geltungsjude bist du. Was bist du? Geltungsjude. Geltungsjude willst du sein. Ein Verbrecher bist du. Seit den 50er Jahren führen die überalterten jüdischen Gemeinden ein Schattendasein in der DDR-Gesellschaft. Vor der Fluchtwelle zählten sie 2600 Mitglieder. Am Ende der DDR werden es nur noch 380 sein.
Die Gesamtzahl der Juden in der DDR beträgt das Zehnfache der Gemeindemitglieder. Aber viele Juden bekennen sich nicht mehr offen zu ihrem Glauben, bleiben den Gemeinden fern. Sie wollen nicht auffallen und passen sich an. Es gab in diesen Gemeinden, auch in der Berliner jüdischen Gemeinde, wie ich es überblicken kann, Leute, die sich sehr angepasst verhielten und die auch bereit waren, bei Staatsfeiertagen in der DDR Ergebenheitsadressen abzugeben. Aber es gab eben auch Leute, die diesem Treiben kritisch gegenüberstanden und nach der Bewahrung der eigenen Identität suchten. Die SED versucht, die jüdischen Gemeinden politisch einzuspannen. Meist mit Erfolg. Eine der wenigen Ausnahmen, die Forderung, in die Propaganda gegen Israel einzustimmen, können die Gemeinden zurückweisen. Ihre Begründung? Für uns ist es ein schwieriges Problem. Damals sind unsere Brüder und Schwestern in Deutschland ermordet worden. Und heute lassen sie wieder ihr Leben im Nahen Osten. Zitat aus einem geheimen SED-Bericht. Viele Jahre lang sind die Gemeinden ohne Rabbiner. Jüdische Feste werden nur im Kreise der Familien oder intern in den Gemeinden gefeiert. Die Ostberliner Gemeinde hat mit der Pflege des Friedhofs Weißensee eine kaum zu bewältigende Aufgabe. Die größten Probleme waren natürlich in erster Linie die finanziellen Fragen. Wir bekamen zwar staatlicherseits eine Unterstützung, das waren 170.000 Mark im Jahr, die vom Magistrat gezahlt wurden, aber die reichten noch nicht einmal, um alle Gehälter zu zahlen. Und allein auf dem Friedhof waren 12 Angestellte. Da mussten also zusätzliche Einnahmen durch Grabpflegen hereinkommen. Dann hatten wir eine koschere Schlachterei. Es ist die einzige koschere Metzgerei in der DDR. Alle 2 Wochen kommt ein Metzger aus Budapest und schächtet die Tiere, wie es die jüdischen Religionsgesetze verlangen. Das Warenangebot ist besser als in normalen Läden. Die Juden, die von den Behörden als Verfolgte des Naziregimes anerkannt werden, bekommen eine staatliche Rente. Sie ist aber niedriger als bei den kommunistischen Widerstandskämpfern. Ostberlin, Normannenstraße. Die Stasi-Zentrale. Die meistgehasste Behörde des SED-Regimes. Aufgebrachte Ostberliner stürmen im Januar 1990 die Gebäude und verwüsten etliche Büros. Die Akten offenbaren, die Juden in der DDR werden seit den 50er Jahren besonders intensiv bespitzelt. Viele werden von der Stasi als politisch unzuverlässig angesehen, weil sie beispielsweise Kontakte in den Westen haben oder Sympathie für Israel äußern. Sie waren suspekt wie jeder Bürger in diesem Lande. Ich glaube, der Sicherheitsapparat hat eben sich selbst die Aufgabe gestellt oder die Aufgabe bekommen, das verselbstständigt sich ja dann immer auch, 17 Millionen zu bespitzeln. Und da gehörten dann die paar Juden natürlich dazu, die in der Tat dadurch suspekt waren, als sie eben über irgendwelche Verbindungen über die Käseglocke DDR hinaus verfügten. Wenn sich die Gläubigen in den Synagogen versammeln, sitzen Spitzel unter ihnen. Wie auch in den christlichen Kirchen. Informationen bekommt die Staatssicherheit auch aus Führungskreisen verschiedener Gemeinden. Viele Zuträger werden nach der Wende als informelle Mitarbeiter der Stasi enttarnt. Auf jeden Fall sind die Strukturen der jüdischen Gemeinden in Ostdeutschland hier vom Staatssicherheitsdienst massiv unterwandert worden. Und man hatte viele Informanten, die haarklein über alles Bericht erstatteten, was dort stattfand. Die Stasi hat für den Tag X vorgesorgt. Im Spannungsfall will sie 86.000 verdächtige Elemente inhaftieren. Die Planungen für den Spannungsfall trugen ja schon einen sehr merkwürdigen Codenamen, nämlich KZ 4
Und das spricht eigentlich schon Bände. Und geplant war unter dieser Kennziffer die verdächtigen Elemente prophylaktisch zu verhaften und in Lager einzuweisen. Ob Juden generell als verdächtige Elemente gelten, bleibt unklar. Doch verlangt die Stasi von den jüdischen Gemeinden regelmäßig Listen ihrer Mitglieder. Wie im Westen kommt es auch in der DDR wiederholt zur Schändung jüdischer Friedhöfe. Die Behörden halten solche Vorfälle streng geheim. Die Stasi hat zwar hier ermittelt und oft dann auch die Täter ausfindig gemacht, aber man hat hier nicht irgendwelche großen Prozesse durchgeführt, weil dann ja diese Dinge auch ans Tageslicht gekommen wären, sodass wir erst nach der Öffnung der Akten festgestellt haben, dass es doch einen breiten Bodensatz von rechtsradikalen und antisemitischen Stimmungslagen in Ostdeutschland gab. Im Frühjahr 1988 werden auf dem jüdischen Friedhof im Ostberliner Bezirk Prenzlauer Berg mehr als 200 Gräber geschändet. Die Täter sind 5 Jugendliche. Erstmals darf das DDR-Fernsehen über einen solchen Prozess berichten, mit Propagandaattacken gegen Westdeutschland. Vor dem Bezirksgericht Berlin-Prenzlauer Berg begann heute die Verhandlung gegen die 5 jugendlichen Raudis. Sie werden angeklagt, zum Teil mehrmals in den jüdischen Friedhof in Berlin-Prenzlauer Berg eingedrungen zu sein und über 200 Begräbnisplätze geschändet zu haben. In ihren kriminellen Handlungen orientierten sich die Täter an westlichen neonazistischen Vorbildern. Die Jugendlichen werden zu 6 Jahren Gefängnis verurteilt. Die jüdischen Gemeinden sind alarmiert. Oftmals sind es Rechtsradikale, die mit Hakenkreuzschmierereien auf Grabsteinen Aufmerksamkeit erreichen wollen. Man könnte jetzt die Theorie aufstellen, in der DDR gab es für Rechtsradikale, die es dort natürlich auch gab, nur sprach man nicht davon und das durfte nichts an die Oberfläche kommen. Für Rechtsradikale war es vielleicht die einzige Möglichkeit, jetzt rechtsextreme Gesinnung durch eine Friedhofschändung zu dokumentieren. Von Antisemitismus unter den Jugendlichen in der DDR will die Dresdner Historikerin Nora Goldenbogen nicht sprechen. Antisemitismus hat sich meiner Meinung nach nicht in dem Sinne unter den Jugendlichen als eine Strömung festgemacht. Was ich denke, was es gab, sind antisemitische Klischees. Also so sieht ein Jude aus, diese Eigenschaften hat er und sowas, was so die Vorstufe für Antisemitismus ist. Aber es ist kein Antisemitismus. Ende der 80er Jahre. In Ostberlin passiert Überraschendes. Erich Honecker entdeckt die Juden in seinem Land und verspricht ihnen verstärkte Unterstützung. Und er ändert die Politik gegenüber Israel. Radikal. Er will sich damit in Amerika beliebt machen. Die Restaurierung von Teilen der Synagoge an der Oranienburger Straße in Ostberlin wird vorangetrieben. Jahrelang hat man darüber diskutiert und Pläne gemacht. Nun sind die staatlichen Gelder und das Material da. Das Gebäude beherbergt künftig das Zentrum Judaicum. Honecker persönlich kommt zur Einweihung. Die Synagoge war einst die prächtigste der Stadt. Im Krieg von Bomben schwer getroffen, wurden 1958 Teile des Gebäudes abgerissen. Die Gemeindeleitung musste zustimmen. Die Synagoge an der Rieckestraße in Ostberlin ist zuvor ebenfalls auf Staatskosten renoviert worden. Eine der eindrucksvollsten Synagogen im Land. Nach Abschluss der Renovierung besichtigt Ostberlins SED-Bezirkschef Günter Schabowski das Gotteshaus. Er hat von Honecker die Weisung, den Juden Gutes zu tun. Musik.
Das DDR-Fernsehen berichtet über einen Arbeitseinsatz von Studenten auf dem jüdischen Friedhof Weißensee in Ost-Berlin. Honecker will, dass sich die Jugendorganisation FDJ um die vielerorts verwilderten Friedhöfe kümmert. Mit 115.000 Grabstellen ist Weißensee der größte jüdische Friedhof in Europa. Auch Urnen mit der Asche unbekannter Holocaust-Opfer sind hier beigesetzt. Ost-Berlin, Juni 1988. Honeckers Amtssitz. Eine politische Sensation bahnt sich an. Der SED-Chef trifft Heinz Galinski, den Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde in West-Berlin. In krassem Gegensatz zur bisherigen SED-Politik stellt Honecker Entschädigungszahlungen an Holocaust-Überlebende in Aussicht. 100 Millionen US-Dollar, so behauptet Galinski später. Der SED-Chef bietet sogar die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Israel an. Doch dazu kommt es nicht mehr. Die DDR ist vorher am Ende. Ich glaube, dass es immer starke Tendenzen auch gab innerhalb derer, die die Außenpolitik machten, hier in der Israel-Politik eine Änderung herbeizuführen. Ich habe Menschen kennengelernt, denen diese anti-israelische, damit antizionistische, damit letzten Endes antisemitische Politik, pro-arabische Politik mehr als peinlich war. Im Oktober 88 trifft Honecker den Amerikaner Edgar Bronfman, Präsident des jüdischen Weltkongresses. Honecker träumt von einem Besuch im Weißen Haus in Washington. Bronfman soll die Visite vermitteln. Außerdem soll er den Handel zwischen Amerika und der DDR ankurbeln. In dem Vorfeld der Verhandlungen um den Besuch von Bronfman war durch die Verhandlungspartner, die aus Amerika kamen, ein bisschen nach meinem Verständnis doch überzogen, der Eindruck erweckt worden, also wir können vieles, wenn nicht gar alles, im Senat oder im Abgeordnetenhaus erreichen. Wenn ihr euch mit uns gut stellt, kann das nur von Vorteil sein, sodass auf Seiten der DDR auch ein solcher Eindruck entstehen musste. Erich Honecker fühlt sich als international hofierter Staatsmann. Er reist nach Paris zu François Mitterrand. Außerdem besucht er Madrid und Rom. Nun fehlt ihm zu seinem persönlichen Glück eine Reise nach Washington und mehr Handel mit dem Klassenfeind Amerika. Honecker will den 50. Jahrestag der Pogromnacht im November 1988 mit einem Staatsakt begehen. Bei einem Vorbereitungstreffen bezeichnen Vertreter der jüdischen Gemeinden die DDR als die wahre Heimstatt der Juden. Bei der Gedenkveranstaltung sind auch Gäste aus dem Westen willkommen. Honeckers Rechnung geht nicht auf. Die ersehnte Einladung ins Weiße Haus bleibt aus. Die amerikanische Wirtschaftshilfe ebenfalls. Ein Jahr danach, Herbst 89. Die evangelische Gethsemane-Kirche im Ostberliner Stadtteil Prenzlauer Berg. Sie wird zum Zentrum der regimekritischen Demonstrationen. Hier und in anderen christlichen Gemeinden finden die Bürgerrechtler offene Türen und damit Schutz vor dem Zugriff der Stasi-Trupps. Anders bei den jüdischen Gemeinden. Sie fürchten Repressalien der Staatsmacht. Die Synagogen bleiben geschlossen. Dazu waren wir möglicherweise viel zu klein und zu zerbrechlich. Meine Berliner Gemeinde hatte knapp 200 Mitglieder und meine grundsätzliche Auffassung war, dass ich meinte, um des Existierens der Gemeinden, des möglichen
Punkt ist, den wir erreicht hatten mit kulturellen Freiheiten, können wir das Risiko, uns so politisch zu engagieren, nicht einnehmen. War es Angst? Mit Sicherheit. Mit Sicherheit die Rücksichtnahme auf die eigenen Positionen. Und wir Helden waren wir mit Sicherheit nicht. Da kann man im Nachhinein nichts beschönigen. Leipzig im Herbst 1989. Die Nikolaikirche in der Nähe des Marktplatzes ist Ausgangspunkt der Montagsdemonstrationen, die in der gesamten DDR zum Vorbild für den Widerstand gegen das SED-Regime werden. Keine Gewalt, skandieren Zehntausende und fordern demokratische Grundrechte. Am 9. November, als in Berlin die Mauer fällt, organisieren Leipziger Bürgerrechtler einen Marsch zum Gedenken an die jüdischen Opfer der Pogromnacht. Januar 1990. Am runden Tisch in Ost-Berlin diskutieren Bürgerrechtler und Parteienvertreter über Probleme der Juden in der DDR und über die unzureichende Aufarbeitung der Nazi-Diktatur. Eine ernsthafte Auseinandersetzung damit gab es eigentlich in dem Sinne, wie in Westdeutschland dies geschehen ist, nicht. Und das war ja auch der Hintergrund dafür, dass wir nach dem Fall der Mauer und nach der Demokratisierung Deutschlands, Ostdeutschlands, versucht haben, dies zu thematisieren. Wir hatten ja in Berlin nicht nur einen zentralen runden Tisch zu politischen Fragen, sondern wir hatten auch einen runden Tisch zu jüdischen Fragen. April 1990. In Ost-Berlin tritt die erste frei gewählte Volkskammer zusammen. Die Fraktionen haben sich nach etlichen Textänderungen auf eine gemeinsame Erklärung verständigt. Darin bekennt sich die Volkskammer im Namen der DDR-Bürger unter anderem zur Mitverantwortung für Demütigung, Vertreibung und Ermordung jüdischer Frauen, Männer und Kinder. Wir empfinden Trauer und Scham und bekennen uns zu dieser Last der deutschen Geschichte. Wir bitten die Juden in aller Welt um Verzeihung. Wir bitten das Volk in Israel um Verzeihung für Heuchelei und Feindseligkeit der offiziellen DDR-Politik gegenüber dem Staat Israel und für die Verfolgung und Entwürdigung jüdischer Mitbürger auch nach 1945 in unserem Lande. Die Erklärung wird von den meisten Abgeordneten der Volkskammer mit Beifall aufgenommen. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig gewesen, als klärendes Moment fürs Verhältnis zwischen Deutschen und Israelis, aber auch zwischen den nicht-jüdischen und den jüdischen Deutschen, dass das ausgesprochen worden ist, dass da dieses frei gewählte Parlament eben das anders gemacht hat als die SED viele, viele Jahre zuvor. Die Volkskammer beschließt ein Gesetz, das Juden aus Osteuropa Asyl zusichert. Nach der Wiedervereinigung kommen mehrere tausend Juden aus Russland in die ehemalige DDR. Die Zeit der leeren Stühle, die im Leipziger Zentrum die von den Nazis zerstörte Synagoge symbolisieren, ist vorbei. Die jüdischen Gemeinden in der früheren DDR erholen sich. Von Massenflucht, politischem Druck und ständiger Stasi-Bespitzelung. Auch im Osten Deutschlands herrscht heute wieder reges jüdisches Leben. Leider zeigt sich in den neuen Bundesländern seit dem Fall der Mauer auch noch eine andere Entwicklung. Die enorme Zahl der rechtsextremen Übergriffe ist wohl auch auf Fehler in der DDR zurückzuführen. Denn vor lauter verordnetem Antifaschismus kam eine echte Aufarbeitung der NS-Geschichte an den Schulen leider häufig viel zu kurz. Bis bald und bleiben Sie uns treu.